Lavello kam zweijährig bereits viermal an den Start. In Baden-Baden siegte der Idlinger leicht und verwies seinen Derby-Konkurrenten Marasim schon auf den zweiten Platz. Seinen Saisonstart gestaltete Lavello im Bavarian Classic auf Gruppenniveau gleich siegreich. Die späteren Union-Kämpfer Sam Marco und So Moonstruck ließ er dabei leicht hinter sich. Außen Lavello, Marasim, Lavello. Marasim ist vorne mit Lavello und innen der Pango. Und in der Bahnmitte kommt jetzt auch So Moonstruck auf Touren. Aber vorne ist jetzt Lavello. Lavello geht da vorne. Lavello vor San Marco. Und außen kommt So Moonstruck angeflogen. Lavello gewinnt. Lavello vor San Marco. Dritter Marasim, vierter So Moonstruck. Bei seinem letzten Start vor dem Derby in Longchamp auf Gruppe 2-Ebene konnte Lavello zwar nicht ganz seiner Einschätzung entsprechen, lief als Dritter, ein Dreiviertel Längen hinter dem Ersten und Zweiten, aber kein schlechtes Rennen. Trainer Markus Klug schätzt Lavello vor dem Derby so ein. Lavello ist sehr gut drauf. Er kann mit Sicherheit die Distanz, da bin ich mir relativ sicher. Obwohl er das erste Mal über 2-4 läuft. Die Form aus Frankreich lässt sich ein bisschen schwer einschätzen gegen die deutschen Pferde. Ich glaube schon, dass er mit ganz guten Chancen ins Rennen geht. Und er ist gut drauf, hat gut gearbeitet und sieht sehr gut aus. Adrie de Vries, der das Derby bereits 2018 mit Weltstar gewinnen konnte, wird Lavello im Derby reiten. Bereits im Bavarian Classic waren die beiden ein erfolgreiches Gespann. Und Lavello wird von den Buchmachern zum erweiterten Favoritenkreis gezählt.